Als König der Tiere finde ich einen Kampf zwischen Ziege und Echse ja witzig, auch wenn die Echse eventuell verwechselt wird. Ich denke, das ist auch der Grund, warum die Echse am Schluss ganz schlecht gelaunt das Gespräch verlässt. Aber schaust du selbst viel Spaß damit. Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Mark Winkler. Ich rufe Sie von bitcoinprofit.com an. Darf Winkler? Herr Putina? Ja, genau. Ah, Rainer, bist du das? Nee, also wahrscheinlich haben Sie also jetzt ein Missverständnis. Sie haben vor kurzem eine Anmeldung gemacht bei Bitcoin Profit. Ja? Ja, ich möchte mit Herr Putina sprechen. Ach so. Dimitri, ja. Ja. Gut, also ich bin Ihr persönlicher Finanzmanager, ja, und rufe Sie an, um halt also ein bisschen mehr über Ihre Interesse zu wissen und vielleicht alle Ihre Fragen zu beantworten. Und anschließend, wenn Sie Lust haben werden, kann ich Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren. Also damit Sie schon bis morgen früh also erste Soldaten und Gewinne haben könnten. Erste Soldaten? Okay. Darf ich fragen, was als Deutsch ist Ihre Muttersprache? Also, oder die Verbindung ist schlecht. Besser? Ich habe das Wort nicht verstanden. Ich muss nicht gleich rassistisch okay. werden. Nein, alles gut. Also ich, soweit Sie hören können, ja, also Deutsch ist meine Muttersprache. Genau, können ja. Sie mich hören? Ja, ja, ich kann Sie hören, Herr Winkler. Gut. Herr Putino, noch einmal. Also jetzt, meine Aufgabe besteht darin, um Ihnen einfach alles zu zeigen, zu erklären, ja, um zu helfen, Ihr Konto zu aktivieren, ja, damit wir schon anfangen können, Geld zu verdienen. Ach so, also mit Barren und so, ja? Es ist gut, dass du dein Erfolgskonzept jetzt im Franchise quasi vermarktest. Weil es will ja jeder so eine geile Chance haben wie du, weißt du? Nein, also warum nutzen Sie? Ja, also ich bin mit Ihnen höflich und bitte seien Sie auch höflich. Ich sage doch schon, Herr Winkler. Alle anderen sagen immer, okay. Rainer, Ruhe. Okay, Herr Putin, ich bitte Sie, ein bisschen seriös zu sein. Ja, also Sie haben bei Bitcoin Profit Ihre Daten gelassen. Und jetzt, ich möchte Sie fragen. Sagen Sie bitte, hatten Sie schon vorher einige Erfahrungen, ja, im Bereich von Investing, Trading oder gar nichts? Nee, aber ich habe meinen Computer schon so positioniert, dass wir das vernünftig machen können. Wir haben, ja, also wir haben eine Software. Ja, ja. Ein vollautomatisches System. Ach, gibt es jetzt heißt, schon automatische Header? Das wird ja immer krasser. Oder meinst du das Kamerasystem, was du dir aufgebaut hast? Also Sie können sowohl mit einem Berater handeln, ja, so das heißt manuell, oder auch mit einem vollautomatischen System. Ja, manuell. Das heißt, Berater wird Ihnen zeigen und helfen, wie das alles funktioniert. Aber da Sie keine Erfahrung hatten, ja, wie Sie jetzt mir mitgeteilt haben, am Anfang vielleicht wäre es besser, diese Software zu benutzen, um Risiken zu vermeiden, ja? Weil das ist sicher mit dieser Software. Roboter, Handel. Roboter? Ja. Hier, genau. Was, wenn du dann immer sagst, hier, Alexa, mach mal das Studio auf blau oder was? Was bitte? Das ist auch eine Software, ha? Noch einmal. Ja, eine Software. Ja, sag ich. Genau. Und, ich möchte Sie fragen, sind Sie jetzt am Computer? Ich möchte Ihnen diese Webseite zeigen und ein bisschen mehr über diese Software erklären. Ja, klingt gut. Okay. Dann noch einmal, Sie sind am Computer oder möchten Sie Handy benutzen? Ah, nee, ich muss Computer erst anmachen, ja? Okay, machen Sie an und solange wir das einfach warten, ich erkläre Ihnen ganz kurz, ja, wie das alles funktioniert. Wie ist denn das Wetter in Bayern? Keine Ahnung, ich bin nicht aus Bayern. Ach komm, weiß doch jeder, wo die Drachenschanze ist. Lass uns jetzt wirklich seriös sprechen. Ist das einfach Spiel für Sie oder sind Sie wirklich hierher gekommen, um Geld zu verdienen? Natürlich will Weil ich Geld verdienen. Ihre Stimme klingt so, ja, dass Sie einfach jetzt quatschen. Ja, dass Ey, Sie es einfach ist Freitagabend, ich habe gute Laune, wo ist das Problem? Super. Wir fahren nachher mit 10 Leuten noch los und kommen dich besuchen. Okay, dann super, wenn das einfach wegen dieser Tatsache, dass heute Freitag ist, ja, ja Ende klar, des Arbeitstages.
Morgen, ja, endlich. Nein, heute, jetzt, Wochenende. Ich habe seit 15 Uhr Feierabend. Sie haben schon Feierabend, ich habe noch nicht, aber wie eine lange? Stunde und dann habe ich... Eine Stunde noch schneiden, rendern, hochladen. Das ist anstrengend, ne? Ein bisschen, ein bisschen. Gut. Läuft. Und irgendwelche aktuellen Verwarnungen auf dem Kanal oder ist alles safe? Alles safe natürlich. Klasse, finde ich gut. Also ich mach das ich jetzt kann... auch schon. Wie lange machst du das schon? 8 Jahre sagst du, ne? Warum 8 Jahre? Ich habe etwas gesagt über 8 Jahre? Ich habe nichts gesagt. Nicht? Dann habe ich mich vertan. Nee, ich hab nichts gesagt, ja, also dass ich 8 Jahre. Ja, wie lange denn schon? Wir haben darüber nicht gesprochen. Ich mache das seit 3 Jahren. Ich habe mein Masterstudium abgeschlossen und danach, ja, habe ich entschieden, jetzt einen Job zu finden, der mit meiner Fachrichtung verbunden ist. Also sonst hättest du doch immer gegen Studenten. Was ist los? Was? Ich bin schon kein Student. Okay, Herr Putin, wir sprechen jetzt ein bisschen in andere Richtung, ja? Also, sagen Sie bitte, haben Sie Ihr Computer eingeschaltet? Ja, habe ich gemacht. Okay. Ihre E-Mail-Adresse ist Hans Maulwurf 1941 @gmail.com. Ja. Darf ich fragen, woher kommen Sie? Ha? Darf ich fragen, woher kommen Sie? Wo kommen Sie her? Novosibirsk. Ah, Sie kommen aus Russland. Ja, richtig. Aber Sie sprechen sehr gut Deutsch, ja? Das heißt, Sie sind schon seit Ewigkeit in Deutschland. Ja, klar. Und woher Sie kommen, Lass Herr meine... Winkler? Wenn Sie nicht in Bayern. Ich komme aus Slowenien. Ich komme, als ich komme aus Slowenien. Asterix? Aus Slowenien. Slowenien? Aus Slowenien. Ich hätte jetzt Holland gesagt. Das heißt, Deutsch meine auch nicht meine Muttersprache, ja, aber... Okay, und Putinov ist das... Russisch. Ja, klingt... Das ist... naja, als Präsident, ja, von Russland, aber ja, okay, richtig. Das ist Ihr echter Name, echter Nachname? Wladimir Wladimirovich Putin ist sein richtiger Name. Nee, ich weiß, aber Ihr Name ist richtig, also Putinov oder Putinov oder wie? Putinov. Richtig? Putinov, okay. Gibt auch Dmitri. Einen, so wie Gorbatschow. Ja, das kenne ich ja auch. Den Wodka gut, oder den Präsident, also, Herr Winkler? Herr Winkler! Beide. Ruhe. Also, Herr Putin, ich bitte Sie, ja, noch einmal ein bisschen seriös sein, weil ich habe viele Kunden und wenn Sie einfach jetzt das Spaß machen, ja, dann gibt es keinen Sinn weiterzusprechen. Warum weil wir sind nicht im Kindergarten und wir sind alle erwachsene Leute. Ja, sehr erwachsen, mit 32 noch in dieser Schimmelbude sitzen. Was soll ich jetzt machen? Sag okay. Mal. Einfach warten Sie auf meine E-Mail. Ach so, da kommt jetzt ein E-Mail, das kann ich ja nicht wissen. Einloggingsdaten, ja, also wo Sie eigentlich sich einloggen können. Aha. Einen Moment bitte. Herr Winkler. Hey, du Kasper. Hallo. Also entweder werden wir höflich sprechen oder gehen Sie einfach raus, okay? Hey, wenn die Leitung nichts weil mehr sagt, dann muss ich doch fragen, oder was? Ja, aber höflich fragen, oder? Ja. Ich bin kein Kind und Sie müssen ein bisschen höflicher sein. Ich habe nicht Kind gesagt, oder was? Nee, aber Sie sagen immer du ja und so weiter und so fort. Ich bin Russ und betrunken. Ich sage kein ich sag du. Auch zur Polizei du und zu Präsident du. Ist das Problem oder was? Ich denke nein. In Deutschland sagst du kein du, ja? Also ja, in Russland du vielleicht. Bist doch kein, du bist kein Deutscher, ich bin kein Deutscher. Wir sind doch sowjetische Brüder, Herr Winkler. Slowenien ist keine ehemalige Sowjetrepublik. Ja, wenn bald Sie nicht wissen, aber ja? Wieder, bald wieder. Putin kommt uns alle holen. Bald wieder? Nein, Spaß. Nicht immer gleich weinen, meine Güte, ist Freitag, muss ein bisschen Spaß haben. Naja, aber wissen Sie, also ich möchte. Aber Winkler ist auch kein slowenischer Name. Hat Rudi slowenische ja, Frau genau. Oder wie heißt das? Ne, mein Vater war aus Deutschland, ja, aber ich war persönlich aus in Slowenien. Ja, den Rudi, den kennt man ja. Geboren. Den kennt man ja hier im Dorf, den Rudi.
Was, Rudi? Ich habe nichts gesagt über Rudi, ja. Ja, wir wissen das ja. Und wo ist Firma jetzt? Von wo anrufen? Wenn Sie diese Seite besuchen, also die ich jetzt in Kürze schicke, Sie können sehen, dass wir uns in Liechtenstein befinden. In Liechtenstein? Ah, wenn die Heider dürfen da nicht reinkommen, oder wie ist das? Warum? Heider dürfen immer reinkommen, ja? Okay, du kannst es nicht lassen, die Leute immer dazu einzuladen, zu dir zu kommen, ne? Aber ist okay, ich würde das auch nicht anders machen. Natürlich, Sie haben da unsere Adresse. Und wenn Sie Lust und Zeit haben werden, Sie können immer reinkommen, ja, und mit Besuch, also persönlich. Kannst du aus Nostalgiegründen bitte einmal die Adresse sagen? Welche Nostalgiegründe? Nee, was meinen Sie? Nee, der Herr Winkler ist doch bekannt dafür, dass er seine Adresse hier anderen Leuten mitteilt. Deswegen würde ich das gerne nochmal haben, zu Dokumentationszwecken. Unsere wie ist das Adresse Sie von jetzt? Firma? Ich teile jetzt in Kürze. Einen Moment bitte. Ja, danke. Also Sie können das einfach in meine E-Mail finden. Aber also ist das Liechtenstein Straße Grass Straße 12? Postleitzahl. Ja, gerne. Ich denke, das hilft nicht, ja, aber wenn ich einfach so. Doch, doch, das stimmt mich sehr, sehr positiv, glücklich und freundlich. Stimme zu. Ja, oder nicht? Okay, checken Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ich habe vor kurzem Ihnen. Ja, ich werde Sie gucken. Ich werde auf Sie gucken. Ist keine Problem. Ja, bitte, ich warte. Ja, einen Moment. Wie ist das E-Mail-Adresse von Schreiben? Da ist kein neues E-Mail gekommen. Sie haben falsche E-Mail-Adresse angegeben. Ja, ich denke, das war einfach Spaß, für Spaß gemacht. Okay, meine E-Mail-Adresse, kannst du bitte aufschreiben, Herr Winkler? Ist Big, ja, bitte. Big Dick Dimitri? Big Dick Dimitri, ja, okay. gmail.com. Einfach besser Schwanz lutschen, ja? Also als Big Dimitri. Das ist wirklich meine Adresse, kannst du mir schreiben, ich werde genau, antworten. Schwanz lutschen, Mann. Einfach, ich habe keine Lust, wirklich für Spaß. Heavy, ich habe am Anfang gesagt, dass du bist Ruhe. Einfach verdammt. Arschloch, okay, tschüss. Ey, dieser Typ, das ist unglaublich.